Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit den Seestones! Wir sind hier im Country Resort Papillon in der Nähe von Twente. Wir wurden vom Besitzer von Valcanze Colcorde, einem italienischen Anbieter, eingeladen, hier die Hot Top Luxury Cabin mal auszuprobieren. Und das Ganze zeigen wir euch jetzt in unserem neuen Video. Viel Spaß! So, wir haben den Schlüssel bekommen und sind jetzt zu Fuß auf dem Weg zu unserer Unterkunft. Ich bin mal gespannt, das sieht schon ziemlich nice hier aus, überall so Mobilheime. Normalerweise sind wir auch in so Mobilheimen unterwegs oder mit dem Wohnwagen. Wir waren in solchen Mobilheimen. Wir waren, seitdem wir den Wohnwagen haben, natürlich nicht mehr. Deshalb bin ich mal ganz gespannt, was uns jetzt erwartet, weil so eine Zeltunterkunft, also es ist ja kein richtiges Zelt, es ist ja ein... Was ist es? Ein Haus? Ein Zelt? Wir wissen es nicht. Ein Luxury Hot Top Cabin heißt es auf der Webseite. Oh, ich höre schon Ziegen. Mitten in der Natur, geil. Die Kinder sind schon vorgefahren, haben gerade unsere Unterkunft gefunden. D21, ja. Ziemlich cool. Hier ist es. Unser Heim für die nächsten Tage. Guck dich das mal an, hier mitten am Rand vom Park. Hier sind schon Ziegen und Schafe und alles. Die schreien schon kräftig rum. Ich habe Namen. Hast du schon einen Namen gegeben? Ja, der Braune heißt Günther und der Weiße heißt Chris. Günther und Chris, die gucken wir uns mal gleich mal an. Jetzt schauen wir uns auch erstmal die Unterkunft an. Sieht schon ziemlich nice aus. Ja, werden wir mal hier Stellung beziehen. I'm sorry I hurt you, I just took a detour. I'm trying to get back on the road. I don't wanna leave here before I can see you. So, herein in die gute Stube. Alter Vater, ey. Das sieht ja mal geil aus. Schon Begrüßungswein, ist auch schon da, Mama und Papa. Ich brauch Bier! Ich muss mal noch beziehen. Mal gucken, was hier alles an Inventar da ist. Gut aus. Messer, Gabel, mehrere Töpfe, Kehrblech. Stehen etwas hier davon. Ein Toaster. Toaster ist auch dabei. Große Pfanne. Oh, dann steht eine Nespresso-Maschine. Nespresso kann man auch hier trinken. Ja. Weingläser. Gläser, Tassen. Geschirr. Sogar eine Soussière. Eine Soussière. Falls wir vielleicht mal so ein schönes Sunny Rose kosten wollen. Moine, nein, wir sind hier oben. Cool. So, und wo ist unser Zimmer? Sogar mit einem Safe hier. Mit einem Safe? Safe. Safe. Geil. Und Badezimmer. Habt ihr einen Safe? Sogar Lampen mit USB-Steckdosen. Wie bitte? Sogar Lampen mit USB-Steckdosen. Mami, wo ist ein Safe? Gucken wir mal, was draußen noch so los ist. Oh, hier ist noch eine Mikrowelle, sehe ich gerade. Hier vorne am Eingang. Auch cool. Und ein Gasgrill. Gasgrill mit einer Gasflasche. Mit einer Gasflasche, alles dabei. Ganz schön voll. Sehr gut. Aber mit dem Nein, das habe ich hier. So, und hier im Hintergrund beim Lenny ist noch Holz. Holzi. Ich und mein Holz, genau. Ich und mein Holz. Das brauchen wir später für der Gerät da draußen. Den muss man nämlich mit Holz befeuern, weil das ist ja das Highlight von dieser Luxury Hot Top Cabin, dass man hier draußen schön urig mit einem Feuerchen sich das Teil warm machen kann und dann ja, die Ruhe und die Ferne genießen kann. Sehr schön. Noch zwei Stühlchen hier vorne. Wir gehen jetzt gleich zu Günther und Chris. Wir beziehen jetzt nochmal schnell das Zimmer, unsere Zimmer. Und dann gucken wir kurz beim Streichelzoo vorbei. Weil da muss ich unbedingt hin. Die schreien schon hier die ganze Zeit rüber. Und dann, ja, müssen wir auch noch einkaufen gehen heute. Wir haben unsere Unterkunft bezogen. Erstmal alles reingepackt. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Streichelzoo, der ist nämlich direkt gegenüber. Da muss ich unbedingt mal gucken, weil die machen richtig Action da drüben. Ja, wie hat Lenny sie getauft? Günther und Chris, genau, da schauen wir jetzt mal vorbei. Dann sollten wir mal fragen, wie sie richtig heißen. Ja, klären wir später noch. Und hier sehen wir auch übrigens gerade, ist ein Fußballfeld mit Basketballplatz. Da hinten ist noch so eine, wie heißt das nochmal? So ein Flying Fox. Wer ist das auf Deutsch? Weiß ich gar nicht. Seilbahn. Seilbahn. Eine Seilbahn, genau, eine Seilbahn. Und der Badesee ist hier im Hintergrund. Wir sind direkt auf dem Badesee. Hat um die Jahreszeit leider zu, wir haben Osterferien. Also hat nicht zu, aber es ist nichts belebt hier vorne.
und hier kommt jetzt der Streichelzoo. Die Anlage hat noch viel, viel mehr zu bieten. Und das Ganze zeigen wir nicht in diesem Video, sondern wir verlinken euch nochmal ein weiteres Video da rein, wo wir den gesamten Campingplatz vorstellen. Schaut euch das gerne mal an. So, wir waren gerade einkaufen gewesen, sind zurück an der Hot Top Cabin angekommen und es ist richtig mieses Wetter und wir haben nur zwei Missionen heute. Erstens, dahin ist unser Hot Top, den werden wir jetzt warm machen. Ich werde gleich das Feuer anmachen. Lena und ich haben den gestern befüllt und wir werden was Leckeres kochen. Lenny macht mir schon die Tür auf. Dann werden wir mal auf unserer Kochinsel so richtig Gas geben und gucken, was man da rausholen kann. Ich freue mich schon riesig. Ach, und das Auto muss noch weg, fällt mir gerade ein. Man darf hier vor 15 Minuten parken zum Ausräumen. Aber das ist vollkommen fair, weil die fahren hier nämlich das Konzept, alles car-free zu halten. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben super geschlafen in der Luxury Hot Top Cabin und machen uns jetzt auf den Weg zur Plaza und schauen mal, wie das Frühstück da vorne ist. Der Chef hat uns gestern erzählt, es wurde alles neu umgebaut da vorne drin. Ich bin schon sehr gespannt. Die Kinder haben Hunger. Und Kinder, wollen wir los? Ja, Hunger. Auf geht's. Leute, das war's auch schon. Das war unser neues Video zur Luxury Hot Top Cabin hier auf dem Country Resort Papillon von Vacanze Corcore. Was sagt ihr? Würdet ihr auch gerne mal hier in so einem Teil Urlaub machen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Falls ihr Fragen habt, lasst uns auch in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wir bedanken uns fürs Einschalten. Abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns dann spätestens im nächsten Video, wenn es heißt Abenteuer mit den G-Stones. Ciao. 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 Ciao.